Du denkst jetzt mal an ein Moped oder an ein Fahrrad. Das hat jetzt die ganze Zeit nicht existiert. Es war kein Moped und kein Fahrrad nicht da. Es existiert für dich bloß deine Information. Du träumst ja. Und existere, heraustreten aus, heißt durch das Wort Fahrrad, das jetzt in dir aufgetaucht ist, natürlich auch der Udo, die Geräusche, du bist ein träumender Geist. Das, was der Udo dir jetzt erzählt, der Udo ist jetzt eine Figur in deinem Traum. Und wenn ich jetzt das Wort Fahrrad ausspreche, dann ist das dann mal nur das Geräusch Fahrrad da. Und jetzt kannst du dir das vorstellen, du kannst dir so Fahrrad aufbauen. Okay? Dann existiert es auch als eine bildliche Vorstellung. Das hat aber nicht existiert, bevor du das gedacht hast. Es war aber da. Jetzt denk einfach an die Computermetapher. Wenn du einen Film anschaust, dann hast du einen Arbeitsspeicher, der jetzt existiert, weil wir denken jetzt an einen Arbeitsspeicher. Und in den Arbeitsspeicher sind Daten drin. Aber in den Arbeitsspeicher sind weder Bilder, im Arbeitsspeicher selber sind keine Bilder und da sind auch keine Geräusche drauf. Das ist einfach nur eine Zahlenstruktur, genau genommen. Ich kann immer mal mehr sagen, 0 oder 1. Hm. Auf der DVD schon. Ja, aber bei den Chips nimmer sind sie ja mittlerweile anders kodiert, andere Zahlensysteme. Hm. Ist es definitiv so, dass das alles da ist, aber das, was du auf dem Bildschirm siehst, ist ja nicht auf der DVD drauf. Es ist eine Datenstruktur, 1 und 0 da. Und die werden dann ausgerechnet, dass das ein Bild wird, was aber auf dem Monitor zum Beispiel definitiv nur Lämpchen sind, wo gewisse Helligkeitsstufen eingestellt werden. Das ist diese Datenstruktur. Und jetzt machen wir ganz einfach, in dem Moment, wo wir uns jetzt das denken, du bist der Computer, ist jetzt ein Arbeitsspeicher da, der existiert jetzt, weil wir ihn denken. Der ist natürlich auch dann da, wenn wir ihn nicht denken, aber dann existiert er nicht, weil er in dieser Einheit ist, die wir uns jetzt ausdenken, die wir Arbeitsspeicherdateien nennen. Okay? Das heißt, wenn ich jetzt das Wort Fahrrad sage, dann ist das Wort Fahrrad in dir aufgetaucht, der reine Begriff ist auf der Datei auch drauf und jetzt wirst du feststellen, in dir ist alles Wissen, was jemals war und was noch sein wird, ist jetzt in dir drin. Das nennen wir Gott. In einer Form, die du dir momentan gar nicht vorstellen kannst und egal was in dir auftaucht, das muss in dir drin sein, wenn du träumst. Darum soll ich jetzt auch hier, ich mache jetzt gezielt wieder für ihn, weil er da ganz neu ist, es schadet euch nicht, wenn ihr das immer wieder wiederholt, immer wieder wiederholt. Wiederholen heißt lernen. Training. Deshalb, weil du immer wieder in die Vergessenheit gehst. Das hier ist ja noch einigermaßen, sobald du wieder auf der Arbeit bist, ist es weg. Das ist komplett vergessen. Wir haben so Kleinigkeiten mit Schutzzuweisungen oder hier, wir reden gerade, wo wir herfahren. Detailliert, ich könnte jetzt Namen sagen, vollkommen sekundär. Da ist wieder um gewisse Verhaltensweisen gegangen. Und dann sage ich gleich Cut. Was ist mit dem Satz? Jeden Gedanken, den du denkst, der ist genauso, wie du in dir denkst. Das heißt, sobald du jetzt mit mir diskutierst über deine Mutti oder deine Mutti erzählt mir was von dir, dann ist es ein Gedanke, den sie sich denkt, der muss so sein, wie er gedacht wird. Und du sollst der werden, der das beobachtet. Du bist nicht der, der das denkt und du bist auch nicht ein Gedanke. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Mach einmal, gib mir mal eine Antwort, wir machen ein Fragespiel. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Ganz normal. Du schaust jetzt, schau, das wird nie passieren. Jetzt kommt etwas, was ich immer wieder anspreche. Dass wenn ich jetzt als Udo, ihr habt eine gewisse Vorstellung von dem Udo, weil ihr was gehört habt oder ihr kennt ihn oder was gelesen habt und ich frage euch als Udo, was jetzt auf der Bröselebene, dann meint ihr, ich will irgendwas besonders hören. Nein, mich interessiert, was du glaubst und du weißt nicht, was du glaubst. Du musst dir bewusst machen, was du selber glaubst. Und dann drehe ich das immer um. Das ist übrigens auf hunderten von Selbstgesprächen drauf. Du musst dir vorstellen, wenn ich dich jetzt was frage, dass ich keine Ahnung habe, sonst werde ich dich ja nicht fragen. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Kind dich was fragt, Papa, was bedeutet denn das oder das? Dann sagst du nicht, was willst du das von mir? Es will wissen, was du glaubst. Das Kind will nicht einmal wissen, was du glaubst, sondern wenn ich, Papa, was ist das? Dann will das Kind wissen, was es ist und vertraut natürlich dann dem Vater oder der Mutter oder den du fragst. Schau, mein Standardbeispiel dazu. Und wenn ich immer sage, wenn du mal Selbstgespräche hörst, es ist auf zig Selbstgesprächen drauf. Du stellst dir folgende Situation vor, du gehst spazieren hier. Dann hält neben dir ein Auto, der lässt die Scheibe runter und sagt, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo der Bahnhof ist? Und dann wirst du ihm wieder zu ihm sagen, ganz einfach, da fahren sie jetzt vor, nach 500 Meter links, dann kommt er auf der rechten Seite. Oder du sagst, entschuldigung, ich bin Urlaub hier, ich weiß es auch nicht. Ist da eine klare Sache, der fragt dich was und du sagst ihm, was du weißt, oder du sagst, ich weiß es auch nicht. Okay,
Und genauso, wenn ich dich jetzt etwas frage, will ich nicht irgendwas Besonderes hören, weil jetzt hast du so geschaut, die Augen, das ist jetzt hier eine Sache, die ich mir ausdenke, sondern ich will ganz einfach wissen, was denkst du, was dieses, nicht was denkst du, sondern genau genommen, was glaubst du, dass das Wort bedeutet? Und jetzt kann ich... Ich hatte einen Impuls. Mhm. Und dann wollte ich aber drüber nachdenken. Ja. Darum habe ich das jetzt geklärt. Das ist keine Kritik an dir. Nein, das ist keine Kritik an dir. Das stimmt aber nicht. Das ist schon wieder, da ist schon Holo-Feeling drin. Wenn du an dich denkst, denkst du an den Körper. In deinem normalen Alltag bist du so programmiert, dass wenn du an dich denkst, denkst du jetzt an den aktuellen Körper. Punkt, das bin ich. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist Holo-Feeling, ist schon, da werden die Leute schon vorsichtig, die können nicht mehr sehen, was sie selber glauben. Du musst dir schonungslos bewusst machen, was du glaubst. Das ist, wenn ich immer sage, Cut, jetzt sag ich, pass auf, jetzt denk mal an deine Zehen, wackel mit den Zehen an den Beinen, wackel. Das ist auf hunderten Selbstgesprächen drauf. Haben die existiert, bevor du die jetzt gedacht hast, bevor ich das angesprochen habe? Nein! Jetzt schau ganz tief in dich rein, was du glaubst. Und jetzt kann ich sagen, jetzt dreh dich rum und schau die Ständer da unten wieder an, hol dir auf deine VR-Brille und dann freu dich, glaubst du, dass die auch dann da außen sind, wenn du nicht hinschaust. Schau in dich rein, was du glaubst. Du sollst dir bewusst machen, was du glaubst. Glaubst du, dass du ein sterbliches Säugetier bist? Glaubst du, dass dieser Körper auch dann, dein Gehirn auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst? Das sind Lügen. Das sind alles hundertprozentig sichere Lügen. Es ist hundertprozentig sicher, dass wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Es existiert jetzt nur das, was du denkst oder was du anschaust. Zack, Romy habe ich jetzt erschaffen. Gut gemacht, Udo. Gut gemacht. Das ist übrigens sofort überprüfbar. Das ist hundertprozentig sicher, dass die da außen gesessen ist die ganze Zeit, wo ich nicht hingeschaut habe. Das ist reines Vermutungswissen. 99,9999 Bündchen Prozent all der Sachen, die jeden programmierten Menschen, der logisch ist, gleichzeitig, ob es um eine religiöse, eine politische oder naturwissenschaftliche Programmierung geht. Es ist nahezu alles Lüge, wenn du das beschwörst, schwörst du an Meinheit. Es ist logisch, es ist ein Programm. Hätte ich dir was anderes erzählt in Elternhaus und Schule, zeitlich gesprochen, dann würdest du das genauso glauben. Wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist. Denk wieder an den Computer. Im Anfang ist das Programm, du hast ein Programm und in Maßsetzung dieses Programms ist all das, was du siehst und erlebst, so unheimlich logisch. Ändere ich das Programm, ändert sich komplett eine Information. Komplett. Auch deine Vorstellung von deinem Körper, alles. Es ist ein komplett anderes Weltbild. Und interessant ist, dass genau das in den ganzen heiligen Schriften der Welt beschrieben wird. Und jetzt wichtig, jede Glaubensgemeinschaft hat eine gewisse Satzung, wo die ihre Gesetze niederschreibt. Bei den Juden ist es der Tanach, bei den Christen ist es das Neue Testament mit dem Alten Testament, bei den Buddhisten ist es der Zen-Buddhisten ist es der Bücchen Lu und so weiter und so weiter, die Udana bei den Buddhisten und so weiter und so weiter. Und jetzt ist interessant, es gibt bloß eine Weltreligion, die Weltreligion ist die Naturwissenschaft. Du wirst jetzt irgendwann einmal feststellen, dass selbst mittlerweile die Christen naturwissenschaftlich geprägt sind. Da glaubt keiner mehr an Adam und Eva und so weiter und so weiter. Es ist einfach, du äffst eine Religion nach und es wird die Satzungen in den Physik, die Naturwissenschaftler, die ihre Satzungen festgehalten in den Physik- und Chemiebüchern. Wasser besteht aus H2O. Sieht man doch. Jetzt pass auf, jetzt frage ich dich, jetzt gehen wir mal rein, was in deinen Büchern drin steht. Ich mache mal so ein Beispiel, dass ich dir sage, ich zeige dir in jeder Neuz, auf jeder Seite so eklatante Fehler. Wir lesen einmal nach, wer das eigentlich entdeckt. Ich meine jetzt, dass Wasser aus Wassermoleküle besteht. Dann wirst du feststellen, dass das schon vor 200 Jahren entdeckt wurde, von Humboldt und vom geilen Sack. Geiler Sack. So, was ich ja Bescheid. Jetzt gehe ich aber einen Schritt weiter, jetzt frage ich mich, wie haben die das entdeckt? Weißt du, ja, ein Wassermolekül ist zwei Teile Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff. Das sind Gase. Jetzt gehen wir mal in Chemiebücher rein, was das für Gase sind. Das sind vollkommen unsichtbare, vollkommen geruchlose, vollkommen geschmackslose und vollkommen ungiftige Gase. Das heißt, du kannst sie nicht sehen, du kannst sie nicht riechen, du kannst sie nicht schmecken und wenn du die aufnimmst, kriegst du das gar nicht mit. Wie willst du das dann entdecken, dass das Wasser aus dem entsteht, wenn du es nicht weißt vorher? Das ist ja so ein Fehler.
Wie wollen die das entdeckt haben? Was man nicht sieht, was man nicht riecht, was man nicht schmecken kann und was, wenn man es einatmet, überhaupt keine Wirkung zeigt. Und wie will ich dann noch entdecken, wenn ich es Mendeleische Periodensystem nenne, dass dieses vollkommen unsichtbare Gas ein Proton hat und ein Elektron, das rumkreist? Wie will ich das entdecken? Das ist alles unheimlich wichtig, was in den Büchern drin steht. Bloß es bedeutet was komplett anderes, wie deine Lehrer dir erzählt haben, weil das Vollpfosten sind. Holofeeling macht Angst, wenn du jetzt nämlich 14 Semester Chemie studiert hast und ein Professor bist, hochdotiert an einer Uni, und dann kommt dieser kleine unscheinbare Brösel-Uru und der erklärt dir vollkommen hundertprozentig logisch, dass du 14 Jahre nur Scheiße gelernt hast. Das mache ich ja nicht. Ich sage, es ist ja alles wichtig. Jedes Wissenselement, das ist wie wenn du DNA aufgerissen hast, um dir Häuschen zu bauen und dann schuldenfrei bist und dann brennst ab. Da war alles umsonst. Das wollen die Leute nicht hören. Die wollen die Wahrheit nicht hören. Die leben lieber in ihrer Lüge weiter bis zum bitteren Ende. Auch der Cambo. Auch der Cambo. Der meint, er hat was verstanden. Und immer wieder wie eine Tretmühle dieselbe Scheiße wiederholt. Das verzeiht. Immer wie eine Maschine. Du weißt, gerade wenn ich die Sachen, es muss weh tun, ob es der Cambo ist, ob es jetzt der Tobias ist. Und ich sage auf der anderen Seite freigesprochen. Es sind Gedanken, die sich jetzt jemand ausdenkt. Und egal, was einer über den Cambo denkt oder über den Tobias denkt. Tobias denkt, Tobias-Programm, wenn er an sich denkt, denkt sich was ganz was anderes wie Katrin. Oder dann wieder welche andere. Das ist komplett, Namen sind komplett austauschbar. Es sind einfach ganz subjektiv geprägte, programmierte Meinungen. Und jetzt kommt dann noch was etwas dazu, wenn wir einen Schritt weitergehen, dass unser Gespräch, wenn ich jetzt Namen rede, ich mache mal eine kleine Geschichte raumzeitlich. Corin hat es am Rande mitgekriegt. Wir waren am Samstag, ich sage jetzt gezielte Märchengeschichte. Du musst wissen, alles, was du liest in Büchern, sind Märchengeschichten. Du gehst jetzt in einen Buchladen rein, dann gibt's eine sogenannte Belletristik, das sind die Romane. Da gibt's Krimis, da gibt's Liebeskomödien, Dramen, auch Filme natürlich dementsprechend. Und du musst wissen, ihr alle, es geht hier nicht um richtig und verkehrt oder gut, es sind Fantasiegeschichten. Wir nennen das einfach mal Märchen. Dann gibt's aber Geschichtsbücher, von einem Hitler zum Beispiel, das sind genauso Märchengeschichten, weil in der Vergangenheit nie was passiert ist. Es ist, wenn ich sage, das jetzt, du bist nicht in der Lage, in einer Minute aufzustehen. Es kann in der Zukunft nichts passieren. Es wird das passieren, was du dir hochrechnest. Ich nenne das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das Gefühl, dass du im Laufe der Zeit älter geworden bist, macht dein Programm. Wobei das Laufe der Zeit eigentlich gar nicht existiert. Es existiert bloß das Programm, weil es gleichzeitig da ist. Stell dir mal vor, wir machen jetzt einen Film und dann machen wir, habe ich heute Morgen übrigens rein zufällig ein Video angedippt. Ian Gillan, der Sänger von Deep Purple, ist ein kleines Ding, 2 Minuten, wo die in ein Morphing gehen, von den ersten Auftritten, die Fotos immer älter machen, bis er der alte Sack ist, den ich jetzt gedacht am Samstag gesehen habe. Ihr kennt diese Dinger, wie im Laufe der Zeit sich das Gesicht gemorpht. Und dieses Filmchen, diese Datei, ist alle Bilder gleichzeitig. Das ist dieses Kontinuum, diese Datenstruktur. Und wenn der Film abläuft, dann passiert Bild, 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 Bild. Das sind einzelne Facetten, die in der tieferen Ebene gleichzeitig in einer Einheit drin sind. Das heißt, ich kann nicht sagen, das kommt zuerst, das ist logisch als Konstrukt, das Bild, dann schaue ich ohnehin, ja, das ist jetzt nach 10 Sekunden, das Bild ist nach 2 Minuten, nein, das ist jetzt. Das sind nur Adressen, nenne ich das, Jahreszahlen sind Adressen. Das sind Adressen, wo du in den Programm Computeradressen reingreifst und sagst, 1945 war der Krieg zu Ende, denkst du dir jetzt. Und jetzt komme ich das Eigenartige mit, immer wieder diese Kleinigkeiten, dass du irgendwann einmal, wenn du eigene Meinung kriegst, das ist natürlich, das verändert sich dann mit Holofeeling. Jetzt gehe ich wieder zurück an den Sprung, dass ich sage, ich frage dich jetzt was, bitte gib mir eine Antwort, die du jetzt an Kind geben würdest. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, wo kommst du her? Du überlegst schon wieder zu lange. Ja, nein, ich war da der erste Impuls, weil ich ein Video gesehen habe, dass ich witzig fand, war aus meiner Mutter. Richtig. Ich sage ja, ich wurde von meiner Mutter geboren, wie du auch. Ist doch logisch. Aber pass auf, ich rede jetzt mit einem Geist. Wenn ich jetzt sage, wenn du an dich denkst, denkst du, jetzt hast du mal einen Körper, der kann da nicht rauskommen sein aus der Inge. Das heißt, du denkst dir jetzt, das ist ein Faktum. Und jetzt geht schon los, die Fakten. Du kennst das, reden ja alle von Fakten. In deiner Welt, in den Nachrichten, alle reden von Fakten. Die haben ihre Fakten über Putin oder über Russland oder über die Ukraine. Alle haben Fakten. Was sind deine Fakten? Ich sag dir, was das Wort Fakten bedeutet. Kann man nicht oft genug hören, weil man es immer wieder vergisst. Laut Wörterbuch ist ein Faktum eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache.
Betonung liegt auf hier und jetzt überprüfbar. Das ist ein Faktum, kommt aus dem lateinischen Wort fagere, das heißt tun, machen, handeln. Und jetzt ist es Eigenartige, die Tatsache besteht darin, dass du jetzt etwas denkst. Egal was du denkst, das Faktum ist, dass du jetzt was denkst und in dem Moment, wo du was denkst, baut sich in dir eine Information auf, die genauso ist, wie du sie denkst. Das ist das Faktum. Und nicht, dass das, was du jetzt denkst, dass das Ding zum Beispiel da außen auch dann ist, wenn du nicht dran denkst. Oder lass uns jetzt einmal an Einstein denken, dass du dir jetzt einen Typen in die Vergangenheit denkst, der in der Vergangenheit schon war, bevor es dich gegeben hat. Das sind keine Fakten. Das Faktum besteht darin, dass dieses Ding oder der Mensch jetzt da schaffen wird. Und wenn ich jetzt sage Albert Einstein, dann denkst du an einen großen Physiker, selbst wenn ich relativ Vollpfosten bin, aber das ist eigentlich im normalen Programm drin. Das Fakt ist, dass du an einen Physiker denkst. Warum? Weil man dir das erzählt hat, dass das ein Physiker war, der die, angeblich die Relativitätstheorie die erfunden hat. So wie von Humboldt die Wassermoleküle entdeckt hat. Das ist der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen deiner Welt. Die kann man nicht entdecken. Die kann ich mir ausdenken, aber nur dann, wenn mir einer erzählt, dass das Wasser aus Wassermolekülen besteht. Es ist geistlos nachgeäfft. Wenn du selber denkst, sagst du, was sind das hier Vollpfosten? Jetzt habe ich dir erklärt, was Fakten sind. Weißt du, wir sind Mathematik. Ich erinnere mich an Almener. Die Meda, wenn du euch noch erinnert, die in Almener waren. Die Meda hat hier hoch, hat Mathematik studiert in Amerika. Selbst eine studierte Mathematikerin mit mehreren Auszeichnungen habe ich mit unheimlich vielen gemacht. Frag mal einen Mathematiker, was Mathematik bedeutet. Mittlerweile hat sich das verändert in Wikipedia. Es sagt, man kann es nicht genau definieren. Das ist ein Blödsinn. Jeder normale Mensch, den du jetzt fragst in deiner Welt, und du fragst, was bedeutet Mathematik als Kind, dann sagen alle Rechnen. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt behaupte, Mathematik hat nicht das Geringste mit Rechnen zu tun? Du musst nur in ein Wörterbuch reinschauen. Du bist so programmiert, man erzählt immer noch Mathematiker, du hast immer, wir Mathematiker wissen ja. Weißt du, dass jeder normale Mensch ein Mathematiker ist? Das Wort Mathematik kommt aus dem Griechischen, Altgriechisch, besteht aus zwei Wörtern, nämlich Mathe und Mardik. Wir schauen uns das da mal hier die Mardik an. Du kennst das Wort Automatik. Was auf Autos heißt selbst auf Griechisch und Mardik heißt Dummkopf, Tor, Blödmann, Unbewusstsein. Eine Automatik, ein Selbst, das als Dummkopf arbeitet, ist die Automatik, die schaltet im Auto zum Beispiel die Gänge rauf und runter. Diese Automatik ist aber ein Dummkopf, sie weiß nicht, was sie tut und warum sie das tut. Und wenn deine Waschmaschine mit ihrer Automatik ein Programm ablaufen lässt, dann macht die das Autos von selbst. Ein Automobil ist ein Selbstbeweger. Mobiles in die Bewegung heißt auf Griechisch Bewegung und Autos heißt selbst. Automobil heißt Selbstbeweger. Das Auto fährt von selbst. Aber ich selbst weiß nicht warum oder was es da ist und das weiß auch nicht, was es ist. Das Automobil, das sich selbst bewegt, ist ein vollkommener Blödmann. Es ist ein Haufen Materie. Stimmt oder stimmt? Das ist die Mardik, die Automatik, die Mathe. Jetzt haben wir die Mathematik, also der Mardik, der Dummkopf, der Tor, der Blödmann ist schon mit drin. Das griechische Wort Mathe hat nichts mit Rechnen zu tun, das ist die Arithmetik. Arithmus ist die Zahlen- und Rechenlehre. Mathe heißt einfach nur das gelernte Wissen. Ein Mathematiker ist ein Dummkopf, ein geistloser Narr wie eine Maschine, die auf den Gleisen seines anerzogenen Wissens seines Programms läuft. Kannst du in jedem Wörterbuch nachlesen. Alles, was ich behaupte, kann jedes Kind überprüfen. Du musst bloß ein Wörterbuch in die Hand nehmen. Jetzt zeig mir die Weisen deiner Welt. Ich garantiere dir an jeder Uni, wenn du Mathematiker fragst, die große Masse, vor Holophilen muss ich immer wieder sagen, weil sonst fängt es schon rauszuspiegeln, dein eigenes Wissen. Die sagen alle rechnen. Auch heute noch die ganzen Videos rechnen. Ich rede mit Fakten, was in Büchern drin steht. Ich erzähle dir etwas. Das zerstört aber alles, was du bisher geglaubt hast. Aber, und jetzt kommt das Schöne, das macht dich zu einem ewigen Geist. Es hebt aus dir jegliche Form von Zukunftsangst heraus. Es gibt bloß hier und jetzt. Dieses einfache Christuswort, sorge dich nicht um morgen. Wenn du dich jetzt um morgen sorgst, sorgst du dafür, dass du dich jetzt scheiße fühlst wegen etwas, was du dir in die Zukunft denkst, wo überhaupt nicht wäre jetzt. Wenn du es nicht denken würdest und in der Zukunft ist sowieso nichts. Versuch einmal in 5 Minuten was zu denken. Versuch in 5 Minuten aufzustehen. Morgen um 10 Uhr gibt's kein Freibier. Mein altes Beispiel. Du erlebst einen ständigen Wechsel von Informationen und du erlebst nur deine Information, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Das ist das Leben. Und jetzt kann ich gerade, wir fahren gerade hoch und jetzt mache ich einmal eine kleine Beschreibung nochmal,
fällt jetzt zwar nochmal mit meiner Irene, wir waren auf dem Konzert, Brösel-Geschichte. Okay, und dann stellt sich raus, Irene wollte mit. Jetzt pass auf, ich mache jetzt mal eine Sicht aus dem Udo. Sicht vom Udo. Meine Welt, ganz normal, wie du deine Welt hast mit Menschen. Und jetzt ist wichtig, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Ich gehe mit meiner Marion spazieren, Karin, Irene sitzen in der Eisdiele, ich setze mich dazu. Und dann sagt die Irene zu mir, Irene ist mit da, sagt die Irene zu mir, in meiner Welt, die Irene, die ich träume, wohlgemerkt, in meiner Welt sagt, ja, und der Holger, ich habe ihn Holger gefragt und der wollte mich nicht mit aufs Konzert nehmen, der wollte bloß mit der Nadja fahren. Na sorry, das ist eine ganz klare Aussage gewesen. Du schüttelst den Kopf. So habe ich das. Wie hast du das gesagt? Jetzt kommt sofort das Ego, bäumt sich auf. Dann entschuldige ich mich bei dir, weil Marion hat es genauso gehört, die war neben mir gesessen. Das ist natürlich, die hat dasselbe gehört wie ich, weil eine, jetzt kommt dieses Prinzip, wenn ich jetzt sage, in meiner Welt, dass die Marion das genauso gehört hat, Figuren, die ich mir, wenn ich jetzt reden muss, wenn du, nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum, das heißt, die Menschen, die du dir ausdenkst, die kriegen das alle überhaupt denn mit? Nur du. Ich deute jetzt auf ihn. Es ist vollkommen egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Du hörst jetzt den Udo sprechen. Gleichgültig, ob du ein Video dir anschaust, sag ich vor jedem Video, vor jedem Video. Ich erkläre es den Geist, der mich jetzt ausdenkt, das bist du. Aber du hast es vergessen, weil du glaubst jetzt zum Beispiel der Kambo oder die Irene oder irgendwer zu sein. Und in dem Moment, wo du irgendeiner dieser Personen zu sein glaubst, läuft in dir dieses Programm und du wirst auf jeden Reizauslöser, der von außen angeblich von außen kommt, das heißt, der in dir auftaucht, aus dir, wirst du reagieren in einer Wertung, das stimmt, nein, so kann man das nicht stehen lassen. Ich behaupte, das Ding hat ein Etikett. Nein, das stimmt überhaupt nicht, sagt Irene, so war das bei mir nicht. Wenn ist es jetzt, aber pass auf, unabhängig davon, der wollte mich, ich habe den gefragt, der wollte mich nicht mitnehmen, der will bloß mit der Karin, ob du gesagt hast, der hat, ich habe ihn gefragt, weiß ich nicht, der Holger will mich nicht nehmen, der will bloß mit der Nadja fahren. Nur sag ich, du, was soll ich jetzt da dazu sagen? Dann kann er mir natürlich nicht verkneifen, hier ein Holger-Programm anzustoßen. Ja, spinn die das? Die hat mich doch überhaupt nicht gefragt. Die hat mich doch, der Holger sagt, Udo, ich schwöre dir, die hat mich überhaupt nicht gefragt. Andere Perspektive, jetzt habe ich zwei Aussagen, jetzt, ich glaube, ja, nämlich, wer lügt mich jetzt an? Einer von den beiden muss mich ja anlügen, nein. Nein, da hat mich keine Ahnung. Es sind zwei verschiedene. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Wir schauen in die Träume rein. Jeder realisiert seine Eigenständigkeiten. Das ist alles ganz anders. Und du kannst es komplett mit der Computermetapher, kannst du, aber das ist dann auch wieder so komplex, wo er sagt, du bist der Nerd, da haben wir kurz angefangen, dass hier das andere Nerd. Es ist definitiv, weil du selbst Computermenschen wissen nur Auszüge von Auszügen. Die arbeiten mit Programmen. Wenn er jetzt Computerprogramme schreibt, benutzt er Programme, um Programme zu schreiben. 3D, er macht zurzeit 3D-Simulationen, wo er selber programmiert. Dazu benutzt er ein Programm. Dieses Programm, das er benutzt, muss aber einer geschrieben haben. Das sind Leute, die Programme, ganz spezielle Programme schreiben, dass andere mit dem Programm irgendwelche spezielle Programme schreiben. Und selbst diese Programme, die benutzt man, um Programme zu schreiben, bauen auf noch primitiveren Programmen auf, wo Programme geschrieben werden. Visual Basic, glaube ich, das kassen früher beim ersten, das erste, wo man Basic-Programmierung machen kann, Basic C, wo man einfache Windows-Programme schreiben konnte. Ja, GV Basic oder so. Der ganz, ganz Standard hat es bei Windows gegeben, Windows 95. Visual Basic nicht mehr. Doch. Visual Basic, gell? Ja, genau. Da hat's bei Windows hat es ein Visual Basic Programm gegeben, dass du selber eigenes kleines Basic. Visual Windows, glaube ich. Ja, VBS, Visual Basic Script oder so. Irgendwas in der, da hat es ein kleines Programm für ein Windows angegeben bei Windows 95, dass du eigenes Windows-Programm ganz einfach schreiben kannst. Dinge automatisieren und so. Und das sind Programme in Programme in Programme und irgendwann auf der Chip-Ebene müssen irgendwann einmal, und jetzt kommen wir schon wieder wie in der DNA, in der Quantenmechanik, die DNA-Analyse und die Viren und das ganze Zeug, es sind reine Hirngespinste. Die sind so unvorstellbar. Pass auf, ich zitiere nochmal, hör dir den Bleinfeld-Vortrag an. Ich zeige dir das Buch, habe ich daheim stehen. Ein Buch von einem Nobelpreisträger geschrieben. Da geht es um die menschliche DNA. Ableitungen. Das lernt der Chromosom 21, ja? Dass du hier, pass auf, diese Helix, die übrigens keiner entdecken kann.
der Nobelpreisträger, der beginnt das Gespräch, dass diese menschliche DNA so unvorstellbar klein ist, dass du die nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop siehst. Das heißt, die stärksten Mikroskope, das sind keine Lichtmikroskope mehr, die auch schon wieder logische Konstrukte sind. Die Auflösung ist ein Pixel von dem, was dieses DNA-Molekül hat. Das heißt, ich zitiere nochmal wirklich, diese DNA ist so unvorstellbar klein, dass man die nicht einmal unter den stärksten Elektronenrastermikroskopen der Welt sehen kann. Die ist nämlich nur 2 Millionstel Millimeter groß, der Strang. Und jetzt beginnt er weiter zu sprechen. Schau mir mal nach, wie diese Helix aufgebaut ist. Sie hat eine Speicherkapazität von 200 Telefonbücher, 1000 Seiten sind in dieser kleinen Helix, die so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht einmal an Elektronenrastermikroskop sieht. Diese Speicherkapazität hat die Helix. Das ist natürlich unheimlich begeisternd. Und ich sage, wo weiß der Pfosten das eigentlich her, wenn es noch nie einer gesehen hat? Merkst du den Fehler? Das sind Fehler, die schreien dich an. Wo weiß der das her? Das hat ihm irgendeiner erzählt, nämlich sein Lehrer, dass es so ist. Der übrigens genauso nachhilft. Und jetzt komme ich in einer Sache, weil du jetzt automatisch zwanghaft dich, was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Und ich sage dir, das Problem ist die Frage nach dem Vorher. Es gibt kein Vorher. Wenn was existiert, existiert es jetzt. Und wenn es nicht existiert, ist es da, aber in dieser Einheit. Und jetzt ist das Interessante, du denkst dir einfach, das Meer, in dem Meer selber, wir sagen einfach Wasser, Rot, Geist, da ist nichts drin. Aber es kann an der Oberfläche Wellen aufschmeißen, das sind Unterschiede. Aber wenn eine Welle aufgeschmissen wird, das erste Prinzip ist, stell dir mal eine Badewanne vor, okay, eben. Und jetzt mache ich da Wellen rein. Dann wirst du feststellen, eine Welle, was du dir jetzt so vorstellst, das gibt's eigentlich gar nicht. Das ist schon wieder eine Vorstellung, ein Konstrukt, was du nachhilfst. Wenn eine Welle drin ist, haben wir einen Nullpegel und dann wird eine gewisse Menge an gewissen Stellen, wird das Wasser über den Nullpegel herausgehoben. Und in dem Moment, wo Wasser über den Nullpegel irgendwo einen Hügel aufbaut, HGL, HGL heißt übrigens auf Hebräisch, HGL, die Buchstaben, diese drei hebräischen Buchstaben, wenn ich jetzt hinschreibe und du zeigst es einen, an den Juden, an den Hebräern, dann sagt er, ich sag's, was heißt das? Und dann sagt es die Welle. HGL heißt die Welle. H steht für Artikel, die, und GL ist das hebräische Wort für Welle, unter anderem. Ein Kegel zum Beispiel, KGL heißt wie eine Welle. Das ist reines Hebräisch. Also gut, in dem Moment, wo da ein Wellenberg aufgeschmissen wird, absolut im selben Moment, muss das auf der anderen Seite die Wasser, die Wassermenge in der Badewanne verändert sich ja nicht. Das heißt, sobald mir was da höher heben, muss ich zwangsläufig das, was auftaucht, unter die Nulllinie abgesinkt werden. Das ist, wenn ich es immer so mache. Und wenn ich jetzt so sage, es kann ja nicht gleichzeitig hell oder dunkel sein, das hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Jetzt denkst du dir ganz einfach, du bist jetzt ein Geist, der denkt sich jetzt das heliozentrische Weltbild aus. Dasselbe, was ich jetzt mit dir mache, habe ich mit den Physikern schon gesagt. Du denkst dir jetzt, du stellst dir jetzt vor, eine Kugel. Okay? Die hängt an den Faden von der Decke runter. Interessant. Diese Kugel, die du dir jetzt ausdenkst, ist deine Information. Ist ja nur ausgedacht. Und du denkst jetzt, also Scheinwerfer, der strahlt die Kugel an. Dann ist eine Seite hell und eine Seite dunkel. Und jetzt drehe ich die Kugel. Ändert sich deswegen hell oder dunkel? Was passiert jetzt aber, wenn du nicht mehr der bist, der sich das ausdenkt und vorstellt, sondern du glaubst jetzt, du bist der sterbliche Säugetier auf der Kugel, dann sagst du, jetzt ist es hell und es wird in der Zukunft wieder finster. Das ist das Problem. Ich mache das so kindgerecht, wenn du neugierig bist. Holofeeling zerstört jegliche Form von Wissen und erklärt trotzdem, dass alles, was bis jetzt da ist, richtig ist. Aber nur ein bisschen. Jetzt könnte ich wieder sagen, jetzt springt er wieder in das Feynman-Zitat, in Du bist dich am Ende. Zweiten Bach der Bücher. Ja. Also ich weiß, ob ich überhaupt was verstanden habe, aber was ich verstanden habe, ist, dass wenn ich außerhalb vom System bin, ich natürlich einen anderen Betrachtungswinkel habe. Cut. Falsch. Falsch. Du bist jetzt schon wieder, dich selber denkst du in. Du denkst, jetzt muss noch eine Stufe höher gehen. Es ist richtig, auch das ist richtig. Du hast, jetzt habe ich dich richtig verstanden. Wir haben ein System, da meinst du jetzt diese Erdkugeln, wenn ich außerhalb bin, dann sehe ich das anders, einen anderen Standpunkt, wenn ich innerhalb des Systems bin. Du bist das absolute Zentrum. Du bist niemals außerhalb eines Systems, sondern die Systeme, die du dir ausdenkst, sind um dich herum. Du bist immer das Zentrum, egal was du jetzt um dich herum ausdenkst. Pass auf, ich mache jetzt, du denkst jetzt ganz gezielt einmal an deinen Schädel. Okay? Denk Schädel, Schädel.
Jetzt machen wir bitte die Augen zu. Mach die Augen zu. Du hast jetzt rechts und links von dir, ich rede mit einem Geist und der Geist ist im Mittelpunkt, in dem Zentrum dieser, mir sagen mal, du denkst jetzt, dein Kopf wäre Kugel. Ne, ganz. Du hast jetzt rechts von dir, kannst du dir zwei Ohren hindenken und vor dir hast du deine Augen. Und jetzt stell dir die zwei Augen vor, das sind wie zwei Kugeln, wie zwei Kamerakugeln in einer Höhle, die kannst du jetzt drehen. Dreh mal die Augen bei geschlossenen Augen nach rechts und nach links. Und du wirst jetzt feststellen, der sich das anschaut, ist unmittelbar dahinter. Du denkst dir jetzt schon deine Augen vor dich hin. Du denkst dir dein Kinn, deine Zunge nach unten, jetzt wackel mit den Zehen an den Beinen, die sind irgendwo da unten an deinem Körper. Aber alles, was du wahrnimmst, ist in dem Punkt, es spitzt sich in dem Punkt ab. Jetzt, wenn ich sage, stipp, mach die Augen wieder auf. Und jetzt pass auf, jetzt hast du in einer gewissen Entfernung vor dir ausgedacht, den Udo, der jetzt deine Information ist, vor dir. Jetzt muss ja hinter dir auch was sein. Das entsteht, aber es existiert erst, wenn du dir das hinter dir denkst. Du kannst jetzt zwei Möglichkeiten. Willst du das auf deine VR-Brille haben, musst du den ausgedachten Kopf drehen. Du kannst dir jetzt aber auch ganz bewusst vorstellen, was jetzt hinter dir ist, weil du hast ja gerade einmal den Kopf dreht, kurz. Das heißt, das ist ja in einem Speicher drin. Du kannst jetzt den Schatten, wo ich gerade gesagt habe, die Blätter, die Bäume, die sich bewegen, hör den Wind. Wo war der jetzt die ganze Zeit? Hat dieses Rauschen existiert, bevor ich es angesprochen habe? Deine Logik, wir haben ein Bleinfeld, ein Fiegenstall. Dieses Treffen war vorher woanders, aber Fiegenstall, ein paar Kilometer weiter. Da hatte ich auch im Vortrag, das ist, Tobias hat es, glaube ich, aufgenommen. Weil, glaub, du hast es aufgenommen, ne? Und da werde ich gefilmt, und da war das funktioniert jetzt nicht, dann halte ich einen Vortrag, da ist jetzt die Kamera steht da, so wie du mich jetzt siehst, hast du mich dann auf dem Monitor, und dann halte ich einen Vortrag, so wie ich dir das jetzt erzähle. Und so, und jetzt pass mal auf, schnipp, jetzt zwitschern Vögel. Und dann, es ist ein riesen lautes Zwirgelzwitschern. Ich habe etliche gehabt, die haben gesagt, du, ich habe vorgespult, und schaut, ob das vorher auch da war, weil ich hätte schwören können, das hat so ein Zwitschern angefangen, wie der gesagt hat, jetzt zwitschert's. Auf der Datei ist ja alles gleichzeitig. Du magst jetzt zwei verschiedene Vergangenheiten. Eine Vergangenheit, wo du unachtsam fokussiert warst und eine, wo du dann nachschaust, das war ja doch da. Es ist aber nicht existierend, sondern auf der Datei ist ja alles gleichzeitig. Das ist, das sind Grundlagen, die wiederhole ich gebetsmannhaft, eigentlich auf tausenden von Selbstgesprächen. Jetzt erzähle ich es wieder, mit einer unendlichen Geduld. Für wen? Weil das muss sitzen. Egal wer du bist, und du wirst merken, jeder, wir sind da noch lange nicht fertig. Ich bin wieder bei der Irene. Moment, jetzt mache ich das Beispiel mit der, ich mache das Beispiel weiter. Also wir haben zuerst einmal Irene-Geschichte, zurück zur Irene-Geschichte. Die zwei Geschichten. Das ist jetzt gerade, wie wir hochfahren, wird dieses Thema wieder aufgegriffen. Und dann fängt der Holger an und sag ich, cut! Sag ich, jetzt pass auf. Ich merke jetzt schon wieder, alles das kann man jetzt abbrechen, weil das einfach nur subjektive Hirnwichserei ist. Weil du hast immer noch nicht installiert, kann ein Gedanke, den ich denke, sei anders sein, wie ich ihn mir denke. Wenn wir jetzt anfangen zu reden, prallen hier verschiedene Sachen in einem Gedankenkopf aufeinander, nämlich was hat die Irene gehört, was hat der Holger gehört, was hat der Udo gehört, was hat die Irene gedacht. Die Irene, die du dir ausdenkst, die wird so sein, wie du sie dir ausdenkst. Und meine Irene ist so, wie ich sie mir ausdenke. Okay, das ist, aber was jetzt interessant ist, dass die Menschen, die du dir ausdenkst, Spiegelbilder, Facetten aus deinem Charakter sind. Das sagt wesentlich mehr aus über dich. Das heißt, wenn du ein extremer Streithase und Rechthaber bist. Ich sage immer wieder, mein altes Beispiel, Corona-Befürworter, Corona-Gegner. Das ist wie Wellenberg und Wellendau, das gehört untrennbar zusammen. Die Schwierigkeit ist, dass du ständig versuchst, den gegenüber zu erklären, wenn du jetzt sagst, das Ding hat ein Etikett, dann ist mir vollkommen klar, dass du ein Spinner bist, dass du ein Fantast bist, dass du ja gar nicht weißt, was Sache ist. Drehen wir das einfach rum. Obwohl die Flasche durch sieht. Wenn das, denk das Beispiel, könnt jetzt das mit Henkel nehmen. Verstehst du, was mir wichtig ist, ist, dass du zuerst begreifst, du musst zuerst einmal schauen, wenn verschiedene Standpunkte, mein, das ein Beispiel auftauchen. Du machst dir bewusst, mit welcher Seite du sympathisierst, das heißt, welche Seite dir logisch erscheint. Und jetzt kommt der große Witz, deine Vorstellung von richtig, das ist eine Richtung, hat eine Kehrseite. Das ist all das, was Kehrseite ist, nennst du verkehrt. Aber der Witz ist, würdest du von der Kehrseite schauen, von der verkehrten Seite wäre die plötzlich richtig und deine vorher richtige Seite wäre verkehrt.
Und jetzt ist das erste, dass aus den zwei Seiten vier Seiten, weil jetzt sind wir in Einheitskreis. Es kann nämlich alles, was richtig aus verkehrt sein, weil das eine ohne das andere nie existiert. Sobald wir uns zwei denken, müssen die zwei sich auch nochmal, weil zwei, die auftauchen, müssen nochmal zwei gespiegelt im Hintergrund sein. Das ist der Einheitskreis. Das wird jetzt Physik. Ich lasse ja die Physik, die Arithmetik komplett gleich. Das stimmt alles. Was nicht stimmt, sind die Erklärungsmodelle. Ja. Die Vorstellungen, die das erzeugt. Statt wenn wir jetzt in Einstein aber reingehen. In Büchern stehen. Das steht alles in Büchern. Es gibt, pass auf, ich mache jetzt einen Satz. Nein, nochmal. Alles, was in Büchern steht, ist wichtig und richtig, wenn es in dir auftaucht, weil das Teile vom Programm sind. Die Wertungen musst du überwinden in richtig und verkehrt. Es ist erst einmal, wenn was existiert, existiert es hier und jetzt in deinem Kopf. Das ist ein Faktum. Und wenn du es nicht mehr denkst oder nicht anschaust, ist es nicht mehr. Es ist aber noch da auf der Datei, wo alles gleichzeitig ist. Und der Widerspruch, dass was stimmt und nicht stimmt, ist, du musst die Ebenen wechseln. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht und macht Fehler rein. Die erste Frage, schreibt ein Kugelschreiber oder schreibt er nicht? Ich meine jetzt hier, war das oder war das nicht? Der Drucker, war das jetzt der Drucker oder war es der Drucker nicht? Pass auf, jetzt die Frage, was verstehst du unter Schreiben? Farbe aufs Papier bringen, das macht er. Das ist die eine Seite. Er bestimmt aber nicht, wie er das macht, wie er das anordnet. Das ist wieder eine Zweiseitigkeit. Du musst eigentlich immer, ist jetzt der Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Hat jetzt die Flasche eigentlich ein Etikett oder kein Etikett? Im Ganzen ist beides gleichzeitig da. Ein Kegel, du machst es, drehen, Kreis. Das ist eine Sache, die Perspektive, ist es hell oder dunkel? Sobald du dich erhebst und die höhere Dimension siehst, wird aus den zwei Sachen, die sich widersprechen, was vollkommen Neues. Du wirst immer nur gesund sein und nicht krank sein. Gesund und krank ist auch sowas wie hell und dunkel. Ein Tag, 24 Stunden, wie du dir das denkst, den wir jetzt denken, ein Tag hat zwei Hälften, nämlich eine helle Hälfte und eine dunkle Hälfte und die wechseln sich nicht ab. Und das ist, wenn ich immer sage, gut und böse, da gibt's ein rotes Gut und es teilt sich auf in gut und böse, so wie der Tag sich aufbaut in Tag und Nacht. Und interessant ist, dass die Plushälfte meistens denselben Namen hat wie das heilige Ganze. Wenn du sagst, jetzt ist es Tag, meinst du nicht, jetzt ist es hell, sondern jetzt ist ein Tag. Und den denkst du dir jetzt in hell oder dunkel. Und die Liebe, die wirkliche Liebe, teilt sich auf in Lieben und Hassen. Wenn du nur die blaue Liebe kennst, sagst du, das Weizen liebe ich, aber mit dem Wasser will ich nichts zu tun haben. Bist du selektiv. Den liebe ich, aber mit dem will ich nichts zu tun haben. Die rote Liebe liebt alles. Das ist das, wo die christliche Liebe davon spricht. Hast du den Zustand schon erreicht, dann schau einfach mal in dich rein. Dann können wir wieder dieses ewige Spiel machen. Dann immer so im Großen und Ganzen. Dann beobachte doch einfach mal, wenn du vorm Spiegel stehst und dein Spiegelbild anschaust. Ja. Zu meiner Karin, ich betone das immer wieder, zu meiner Karin habe ich immer gesagt, Karin, du wirst schon sehen, wo du hinkommst, wenn du ständig an dir rumnörgelst. Du bist perfekt, so wie ich dich erschaffen habe. Aber du siehst noch nicht mit meinen Augen. Du siehst immer noch mit der Logik, die man dir einprogrammiert hat, was schön ist. Was dir gefällt, du hast keinen eigenen Geschmack. Die ganzen Idioten, die rumlaufen, vor 20 Jahren schon mal Zungenbier sind Beispiel, die sich mit Tattoos zupflastern oder sonst was. Die meinen, das ist ihre Meinung, ihr Style. Sie äffen geistlos nach, so wie du Physik nachäffst, wie du Religion nachäffst. Was du glaubst, dass deine Meinung ist, ist eine andere. Und du hast überhaupt keine eigene Meinung. Deine Meinung ist das, was ich dir jetzt erzähle. Da musst du aber zuerst begreifen, was du bist. Da musst du aufhören, dich mit deinen Gedanken von dir zu verwechseln. Weil du denkst jetzt an dich und sagst, das bin ich und alle anderen Deppen bin ich nicht. Das sind genauso deine Informationen. Du selektierst dieser Grundsatz, du bist immer derselbe Geist, egal welche Information du jetzt anschaust. Da sind jetzt Wellen und da taucht der Welle auf. Du denkst an dich und sagst, das bin ich und dann tauchen die anderen auf und du sagst, das bin ich nicht. Das eine wie das andere sind deine Informationen und in dem ständigen Wechsel von Informationen ändert sich an dir selbst überhaupt nichts. Das ist hundertprozentig sicher.